Moin moin, hallo und ein herzliches Willkommen. Ja Leute, es ist mal wieder soweit. Wir wollen ein neues Spiel aus der großen Spielebibliothek wieder anzocken. Und heute sind wir wieder bei B wie Bertha. Und zwar zocken wir heute Breeze Edge für die Xbox One. Und ja, schnuppern mal rein, was das Spiel zu bieten hat, was es damit auf sich hat. Von daher bleibt dran, seid gespannt. Bis gleich. So, da wollen wir jetzt mal eine Runde Breeze Edge zocken für die Xbox One und starten die 30 Minuten genau jetzt und drücken A. Warnung! Dieses Spiel ist von humorvoller Natur und versucht nicht jemanden zu beleidigen. Bla bla bla, fortsetzen. So, wir wollen natürlich ein Spiel starten. Standard. Das Team von Red Ruin Softworks ist kategorisch gegen das Rauchen, da es in Zeitungen und anderen Krankheiten für laute Schlagzeilen sorgt. Und deshalb empfehlen wir dir diese gefährliche Zigarette in der Kralle des Roberts durch etwas Nützliches zu ersetzen. Juhu, Zensur! Nein, lass ihn rauchen! Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2-D3. You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm? Setz einen trotzigen Blick auf und spuck dem Stück Eisen ins Gesicht. Spucken! You tell us all from the beginning, or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Spucken war eine lausige Idee. Da sind wir uns einig. Du erzählst besser zuerst deine Geschichte. Du kannst trotzdem einen trotzigen Blick dabei aufsetzen. Wir spucken nochmal an. You tell us all from the beginning, or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Hey, wir haben's jetzt so weit durchgezogen. Einmal spucken wir ihn noch an. You tell us all from the beginning, or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Ach komm, jetzt hören wir den Crap. Thank you.
You lied to me. Logo was impossible. Could not see the shuttle from space. Tell truth, no lie. Confirm. Setz deine definitiv ungeschönte Geschichte fort. Greetings. I'm your funerary spacesuit's built-in guide to the world of space funerals. Before we start communicating further, confirm that you are still able to read after the impact. Benutzen. You've gotten into a non-standard situation. The Breath Edge Global Funeral Agency is proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas and survive. To stop the leakage, you'll need an object without any holes. Stoppe das Sauerstoffleck. Haben wir gemacht. Ah ja, hier. Kaugummi. Wo konnte ich das Kaugummi? Stoppe das Sauerstoffleck. Inventar öffnen. Okay, Nein. Take out the chewing gum from your pocket. An einem Platz anbinden nach links. Temporary space suit sticky while holding the chewing gum in your hand. Okay. Dann nehmen wir das Hühnchen wieder raus und stopfen den. Nein. Stick it somewhere except for your face. To stop the leakage, you'll need an object without any holes. Da. You deserve some words of encouragement. Yes! That's impressive. You've almost won. Geschafft! Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. So. Und hier überall Radios. Ha, endlich mal. Ja, finde die Sprechanlage oder werde depressiv. Küchenmaschine. Was haben wir hier? Sprechanlage. Haustelefonnummer. Unsere Hausnummer. Ich kann es natürlich nicht erreichen. Nun, es gibt niemanden zum Anruf, es sei denn, ich will die Kakerlaken grüßen. Nimm mal mit. Was haben wir hier? Sommer 2008. Sonst nix. Nimm mal auch mit. Vergiss nicht, das Huhn zu füttern. Natürlich nicht. Das nehmen wir auch mit. So, Sprechanlage. Just the antenna. You'll have to go into outer space. Überprüft die Antenne. Kann man die? Kann man nicht ausrichten. Okay. Dann müssen wir den Ausgang suchen. Videokassette einlegen. Haben wir überhaupt eine? Nein. Okay. Das WC. Wieso laufe ich so gebückt? Ah, springen können wir auch. Da können wir Küchenmaschine. Bohrer Baupläne. Nehmen wir gleich mit. Großvaters Garage war voll von solchen Blaupausen. Mit ihnen könnte sogar ein Hamster einen kleinen Hubschrauber für sich selbst zusammenbauen, wenn er den Willen und ein Kreuzschlitzschraubenzieher hätte. Aber auch mit. Das ist gut. Da können wir noch nicht viel machen. Zigarette untersuchen. Mitnehmen. Breath Edge Zigaretten nehmen wir mit.
Stück Wahrheit, Blatt Nummer 23. Eine Seite aus der berühmten und einzigen galaktischen Zeitung Stück Wahrheit. Sie erscheint seit langem und zeichnet sich durch Ehrlichkeit, Offenheit, gute Saugfähigkeit und Weichheit des Papieres aus, was sie zu einem unverzichtbaren Stück trashiger Literatur nach einem deftigen Abendessen macht. What a loud headline. But the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. Okay. Da haben wir noch Bilder. Da gucken wir auch mal kurz. Familienfoto. Ein gutes Foto, das wurde vor 2 Jahren vor Opas Tod aufgenommen. Die Jacke hat ihn überlebt und wird wahrscheinlich auch mich überleben. Nimm mit. Es war es nicht wert, diesen unsterblichen Vogelblasen ins Gesicht zu blasen. Die Schule wollte mich nach dem Rennen als Spinner anmelden. An diesem Tag bin ich geflogen. Okay. Mein Lieblingschicken, Porträt eines Huhn. Alle Fotoalben zu Hause sind mit Bildern vom Huhn gefüllt. Ein Porträt mit dunklem Hintergrund, ein Porträt mit hellem Hintergrund, eine Masteraufnahme im Regen, ein Foto davon, wie es heroisch auf einem Stuhl sitzt. Dieses Familienerbstück gehört jetzt mir und ich kann es nicht einmal loswerden, indem ich es jemand gebe. Na gut, nehmen wir auch mit. Opas Freunde. Ein Bild mit den Autogrammen der besten Freunde Großvaters. Es ist aus der Zeit, als ihre verrückte Bande mit ihrer, wie sie es nannten, Weltraum-Odyssee weitermachten. Die fast ein Jahr dauerte und sie auf die schwarzen Liste der meisten Bars auf bewohnten Planeten setzte. Sie waren wirklich coole Typen, aber alle bereits tot. Okay. Vielleicht hat das ja noch eine Bewandtnis, deswegen nehme ich den Kramer mit. Und hier liegt ja noch mehr. Opas Bild. Eines der letzten Fotos von Opa, der sich bis zum seinem Tod nicht von seinem Huhn getrennt hat. Er mochte sich selbst hier sehr und ich konnte nicht anders, als dieses Foto in einen Rahmen zu stecken, mitnehmen. Huhnrülpser. Teuer und gefiltert, dunkel, geschmacklos und alkoholfrei. Etwas von Opa nur wegen seines Labels gewählt wurden, obwohl er es immer geleugnet hat und das Gesicht verzogen hat, wenn er sich an diesem Mist verschluckt hat. Nehmen wir auch mit. So, Zigarettenstummel, einfach mitnehmen. So, dann müssten wir, oh, Überlebensleitfaden. Nehmen wir mit. Kann man ein Video noch angucken. Aber erstmal müssen wir die Antenne ausrichten. Oh, das PC. Oh, da haben wir Scannen. Ah, ich brauche einen Scanner. Oh, so einfach kann man nach draußen. A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful, the radiation will kill you instantly in such a suit. So, unsere Antenne erstmal ausrichten. You've got great engineering skills. You have broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activation codes, which are encrypted in the memory of the steering wheel, if it's still intact. Stelle die Kommunikation her. Oh, da haben wir ja was. It looks like the steering wheel. You need to try to connect to it. Great news! Using my ingenious 2-digit password matching algorithm, I managed to hack the interphone activation codes. Now all that's left is to build a cryptographic debugging station and reconfigure the interphone using these codes, which will take about 5 years with your current skills. Okay. Erstelle eine Debugging Station. Wo müssen wir da wieder rein? Sauerstoff! Ich komm schon, ich geh schon zurück. Remember that you are still able to become depressed. Ugh. So. Oh Gott, hier ist ja noch mehr. Opas Porträt. Ich weiß nicht, wann ich es genau gezeichnet habe, aber ich erinnere mich, dass die Kollegen meines Großvaters sich kaputt gelacht und es Alkoholenin genannt haben. Warum er es über sein Bett gehängt hat, ist ein Rätsel. Okay. Steht da irgendwas? Ah, eine Zerkritzelung. Das nehmen wir auch noch mit. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Opa. Mann!
Meine Vorstellung von Sternschiffen in der Kindheit unterschied sich nicht wesentlich von meiner Kenntnis von Ihnen heute. Ich habe dieses Meisterwerk mit 6 oder 7 Jahren gezeichnet und bin immer noch stolz darauf. Mitnehmen. Die Erde. Zu Hause. Opa konnte nicht ohne den Weltraum leben, aber er liebte sein Zuhause sehr, wie jeder Astronaut. Stopp. Nehmen wir mit. Gummi nehmen wir mit. Ausruhen wollen wir noch nicht. Erstmal gucken wir da. Kätzchen. Harry der Kater war mein erstes und letztes Haustier. Er war stolz und brav. Sogar das Huhn respektierte ihn, schätze ich. Zumindest hat sie mich mehr angegriffen als ihn. Mitnehmen. Kleiner Mann. Ich war schon immer gut aussehend. Obwohl mein Bart in meiner Kindheit nicht so dick war, wurde er im Alter von 3 Jahren besser. Okay. 5 Kilo Zentimeter, okay. Ich liebe dich, Huhn. Das Huhn wurde in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben, aber sie liebte Opa noch mehr als Würmer, glaube ich. Und Opa widmete immer die Zuneigung. Erwiderte, nicht widmete. So, hier haben wir noch Physik in 50 Bänden. Eine seltene Ausgabe der Physik in mehreren Bänden. Man sagt, dass derjenige, der alle 50 Bücher liest, die Person wird, die alle diese Bücher gelesen hat. Mitnehmen. Bier, der billigste Fusel, der von allen Weltraumhunden getrunken wird. Niemand weiß, aus welchem Abfall dieses Material gebaut wird. Dennoch zeichnet sich dieses Bier durch einen angenehm milderen Teergeschmack und den Duft von frischen Stachelschwein-Dung aus. Okay, mitnehmen. Ausrichten. Geht nicht. Benutzen. Geht auch nicht. So, eine Debugging-Station. Ah, hier. Raumanzug platzieren? Ne, wir müssen wieder raus, glaube ich. Und da was reparieren. Zeigt er mir an. Ah, ich glaube, ich check's. Ich muss an die Werkbank. Okay. Dann mal hin da an die Werkbank. So, eine Küchenmaschine. Was sollten wir jetzt bauen? Stoff haben wir. Essen. So, wie baut man jetzt eine Debugging-Station? Helm, erweiterte Stoffrolle, Isolierband, Debugging. Zweimal Metall und Kabel brauche ich. Okay. Metall und Kabel. Wo kriege ich den Rotz her? Ein Rückenkratzer. Geil. Der Rückenkratzer meines geliebten Großvaters mit einem Nippelgreifer. Sehr beliebt bei Astronauten. Mitnehmen. So, jetzt müssen wir gucken, wo kriegen wir Metall und Kabel her. Alkohol. Können wir hier noch was? Nein. Ah, hier, die Videokassette konnten wir mal gucken. Einlegen. Und einlegen. We'll be right back.
Glashühnchen. Das ist so krank. Aber cool. Gefällt mir der Humor. Extrahieren, Beschichtung. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wie wir an Metall kommen. Was haben wir hier? Metallplatte. Schaber brauchen wir dafür. Mhm. 61 Sauerstoff. The sensors report the presence of some nearby cooling gel. Its microscopic particles can settle on the glass of the spacesuit, forming some beautiful frostwork, which can lead to visibility deterioration. Toilet detected. Some of our clients are very sensitive about toilet talk, and therefore we include. Toilette entdeckt. Einige unserer Kunden sind sehr empfindlich gegenüber Toilettengesprächen. Deshalb bla. Haben wir ein Wort Code durch das Wort Freude ersetzt. Okay. The dictionary filter, which will replace the word feces with the word joy. Judging. Nimm mal mit. I'm supposed to call it Hammond, although this toilet doesn't look like a man robot. Oh, wir müssen schnell zurück. Sonst überleben wir das nicht mehr. Wo ist mein Schiff? Da. 28. 25. 24. Schaffen wir. Ja. So. Können wir ihn da reinstecken? System is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Okay. Okay, was brauchen wir? Haben Gummi, Alkohol. So, Rückenkratzer. Aber für was ist der jetzt gut? An einen Platz binden. Als Waffe, okay. Alkohol verbrennt gut, tötet Bakterien während den Körper oder während Bakterien für den Körper. Okay, Temperatur, damit. Kann ich das machen? Stopp. Über die Nieren. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt. Was? Okay. Wie wir jetzt an die Metalle kommen. Aber ich glaube, hiermit kann ich das nicht. Aufbrechen? Ne. Gefriergefahr. Da brauche ich auch einen Schaber für. The shuttle's plating is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. The rescuer spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work, as they don't require recharging. I propose we loot the corpse for scientific purposes. Oh, oh, ich muss zurück. Taschenlampe, Blaupause haben wir gekriegt. Aber irgendwo muss ich noch Metallpartikel. Ich glaube, die kleinen hier, die probieren wir gleich mal aus. Die aufgebrochenen. Erstmal ein bisschen Sauerstoff wieder. So, lass uns aufladen und go. Dann gucken wir uns die kleinen Dinger hier mal an. Nehmen Eis. Eis. Nahrstoffreicher Glibber. Eis, Eis, Eis. Glibber. Alles mitnehmen. Na, komm schon.
keine Ahnung, wofür ich das brauche. Aber ich brauche Metall, das weiß ich sicher. Da haben wir es doch. Und Kabel brauchen wir dann noch. Kommt schon ein noch? Ne, wir müssen zum Raumschiff. Dann fehlt nur noch Kabel. Kann man eigentlich Kabel herstellen? Alkohol. Ey, da soll's sein. Stopprolle, Isolierband. So, Metall haben wir, aber wie kriegen wir Kabel? Viel looten können wir auch nicht mehr, da müssen wir den Mist mal loswerden. Was war das? Raumanzug platzieren, okay. Wir müssen noch eben gucken, wo wir Kabel finden. Judging by the primary analysis of the destruction, most of the passengers of the liner died. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics, the reasons for which are yet to be clarified. Ein Radio. Aufbrechen. Brauche ich auch wieder Werkzeug für. Ich darf nicht zu weit fliegen. Nur in der Hoffnung, dass hier vielleicht ein bisschen Kabel rumliegt. Seems they were playing some brain cracking game. Oh, ich kann nicht scannen. Na, komm schon. Ein Bier. Muss wieder zurück. Ich sehe halt nur nicht, wo man Kabel gerade herkriegt. Aber das finden wir noch raus. Das finden wir noch raus. Leck. Extrahieren, Beschichtung. Nein. Wir wollen wissen, wo wir Kabel herkriegen. So, wo sieht das denn kabelig aus? Hier war nur die Toilette. Lautsprecher. Ich brauche einen Schaber. Hab ich doch. Nimm doch meinen Rückenschaber. Oh, was haben wir hier? Eine Schere. Verkabelung. Boah, geil. Schnell ins Schiff zurück. Jetzt können wir das Teil bauen, was wir wollten. Jetzt kriegen wir noch eine kleine Warnung. So, lass mich da durch. Und dann latschen wir zur Küchenmaschine. Und hey, Blast hier. Schön, danke. Da ist er. Und erstellen jetzt mal so ein komisches Teil. Jawohl, kryptografische Debugging-Station. Hervorragend, genau die brauchen wir. So, ich glaube, die müssen wir jetzt mal abliefern. Bin mir nicht ganz sicher, aber... Ah, die müssen wir am Computer ansetzen, ne? Ich probier's mal aus. Ist ja alles so weird. Ja, da müssen wir hin. Am Computer. Nein. Nein. Nimm die. Ich hab sie doch mitgenommen. Muss ich die. Ah. Da ist sie da.
Einen Platz binden nach oben. Nein. An einen Platz binden nach oben. So. If you're sure that this is exactly what was on the blueprint, then try to reconfigure the receiver. If you have any doubts concerning it, then you will eventually suffer an electric shock, and then your spacesuit will automatically take your body measurements to order a coffin from our company. Thank you for choosing the Global Funeral Agency. Alles klar, schön. So, jetzt müssen wir den Empfänger debuggen. Yes. So klappt das doch. Und Hilfe anfordern. Achtung, Überlebende. Hilfe über die Schiffe. The rescuer's arrival time exceeds your estimated lifespan by 4,369 years. You need to get to the extraction point yourself, getting past the radiation. However, it's impossible to do this with your current skills. To increase your level, you need to create some crap imposed by the developers. Ich finde den Humor so geil. Stelle eine Art von den Entwicklern auferlegten Mist her und lege ihn in deine Hände. Wenn das nicht eine geile Aufgabe ist. Aber die schaffen wir heute leider nicht mehr, denn die 30 Minuten sind auch schon ein wenig überschritten. Aber ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen, was das Spiel ist und was ihr darin machen müsst. Und vielleicht habt ihr selber Bock drauf, dann nur zu, zockt es. Aber bevor ihr das macht, lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, folgt mir auf Twitch, YouTube, Twitter, Instagram. Damit könnt ihr die große Spielebibliothek weiterhin verfolgen, die mittlerweile schon über knapp um die 680 Spieler hat. Und Tendenz steigt natürlich und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bye bye. Euer Tops.